Ist Ruhe. Ich glaube, die kommt erst so richtig um 4 Uhr die Morgendämmerung. Habe ich das Gefühl. 4 Uhr, nicht halb 4, 4 Uhr. Weil es ist jetzt noch so dunkel, fast dunkel. Nein, 4 Uhr. Weil Goethe wird ein bisschen langsam hell, das weiß ich, wo Jupiter hängt.
Ich habe ein Problem. Wenn du gleich nicht da bist, 9:20 Uhr. Ich darf nicht alleine gelassen werden, Baba. Ich habe den Termin, den muss ich wahrnehmen. Ja. Schön. Hätte ich ihn auch machen müssen. Ja, ich habe jetzt nur für mich. Okay. Du wolltest ja nicht, hast du gestern gesagt. Ja, und jetzt wollte ich eigentlich, weil sonst kann ich ja nicht mit, Mama. Du kannst das so mit. Nein, ich bleib alleine hier. Ist besser. Jetzt mache ich alles falsch. Nö, ist ja gar nicht gesagt. Die können nur eine Person dran, die können nicht zwei Personen gleichzeitig dran mit dem Augentest. Das wollte ich gesagt haben. Die können nur dich dran nehmen, einzeln, und dann machst du hinterher für mich einzeln Termin, einzeln, ja? Kannst du heute da anrufen und für mich einen Einzeltermin machen? Ja, mach ich nachher. Aber bis dann haben wir das Auto nicht mehr. Oder? Oder? Das Auto habe ich am 11. nicht mehr. Bis dann ist das Auto nicht mehr, bis du für mich einen Termin machst, Mama. Sag ich doch. Warte, heute ist doch der 1.6.7., richtig? Heute ist der 6.7. Hör mal richtig zu, was ich Ja, tu ich sage. doch. Heute ist doch 6.7. Also könnte man nicht für morgen Termin machen? Da muss ich die nachher fragen, weiß ich nicht. Weil du beim 11., weil du beim 11. kein Auto mehr hast. Ja, wenn nicht, dann muss ich die fragen, ob du mit ihm mal ein Paket reinkommst. Dann ruf gleich an, bitte. Habe ich jetzt keinen da? Wie früh sind die erst da? Ab 9 Uhr? Dann ruf erst um 9 Uhr an. Da muss ich schon hier los. Ja, klasse. Wie soll ich das denn machen? Ja, ich nehme mich einfach mit. Aber ich habe keinen Termin. Ohne Termin darf ich nicht drangenommen Das ist mir werden. egal, das mache ich schon der Alten klar. Ja, dann sagt der eiskalt, dass du nächste Woche kein Auto mehr hast. Heute ist der Ja. 6., morgen ist der 7., Samstag der 8., Sonntag der 9., Montag der 10. Ab Dienstag nächste Woche hast du kein Auto mehr. Ab nächste Woche Gut. Dienstag ist der 11., hast du kein Auto mehr, Mama. Okay. Was? Ja, okay, dann weiß ich Bescheid. Wieso weißt du Bescheid? Ich denke, du wusstest, dass nächste Woche Dienstag der 11. ist. Ja. Da hast du kein Auto mehr. Nee. Heute ist der 6., morgen ist der 7., Samstag der 8., Sonntag der 9., Sonntag zählt nicht mit, Montag ist der 10. Und Dienstag ist der 11., da hast du kein Auto mehr. Nächste Woche Dienstag, Das 11. weiß ich, Mensch. Wie willst du das der Frau klar machen? Ja, das mache ich schon klar. Die wird Asgard sagen, nee, Frau Kitscher, Sie haben für Ihre Tochter keinen Termin eingeplant. Nein, das mache ich schon klar. Oh, kann man das vernünftig Ich sagen, habe gesagt, dass ey? ich das Alten schon klar mache. Muss jetzt nicht meine Aufnahme Ich reinbrüllen. mache das wohl sogar nicht. Ich habe gesagt, ich mache das schon klar mit der. Aber es gehört auch nicht in die Aufnahme. Von den Leuten. Ja. Muss sagen, von den Leuten, nicht von uns. Von den Leuten. Nee, wenn sie Stress machen, schon mal gar nicht, richtig? Ja. Wir dürfen ja in die Aufnahme rein sagen, reinreden, unterhalten, aber nicht die Leute, richtig? Oh. Wir dürfen ja rein unterhalten, rein sagen in den Videoaufnahmen, Ja. von mir in den Videoaufnahmen, aber die Leute dürfen es nicht, richtig? Okay. Die Leute dürfen es gar nicht. Nein. Weil die mir freche Sachen rein sagen, richtig? Ja. Siehst du auch den Saturn gegenüber beim Mond? Ja, schon gesehen. Der ist links, schräg links gegenüber dem Mond, der Saturn. Ja, schon gesehen. Über diesen Tannenbaum ist der schon zu sehen. Ja. Ja? Du meinst, da hinten diese Vulkanmutter-Gottelwolke, diese Streifenwolke, da hinten beim Flugplatz bei Schöne Schüren? Ja.
Ach so, die unter dem Mond waren? Mhm. Hm.